Herzlich willkommen zu meinem Video-Tutorial. Heute machen wir die Open Door oder Open Window Seite, offenes Fenster oder Fensterseite. Ich finde die ultra witzig. Gefällt mir auch echt gut, weil hier glitzert nicht und hier glitzert es dann auf einmal. Macht auch unglaublich Spaß. Ihr seht das schon, ich könnte es hier stundenlang machen. Und wie man die bastelt, das seht ihr jetzt. Wenn euch meine Videos und Tutorials gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Basteln! So, ihr Lieben, für den Fensterrahmen nehmen wir heute A3-Papier. Erstmal schneiden wir uns die Grundseite zusammen. 25 x 25 cm und 12,5 cm. So. Die machen wir jetzt Fensterreihen von 1,5 cm. Da spule ich mal schnell vor. So, die Rahmen sind fertig. Quasi haben wir jetzt eine Innenfläche von 9,5 cm, wenn alles gut ist. Yep. So ungefähr, Pi mal Daumen kurz, 9,5 cm. Und hoch sind sie jetzt 22 cm. So, jetzt schneiden wir uns die beiden Innenfenster zurecht. Und zwar brauchen wir dafür auch wieder 25 cm hoch. So. Dann falzen wir jetzt mal bei 2,5 cm. Also es ist hier so ein Reststück, das ist gerade 17 cm, das Reststück. Wir falzen jetzt bei 2,5 cm. So, falzen jetzt bei 1,5 und ebenfalls bei 1,5. So, und jetzt ab dieser, also wir können das hier ausschneiden. So. Ein Stück, was wir hier in der Mitte quasi haben, das brauchen wir nicht. Das kann raus. So. Und wir haben ja 9,5 gemessen, also 9,5 cm. So, jetzt haben wir das eine Türchen, Fensterchen. Und genau hier in der Mitte. Also das sind 9,5 cm, das heißt bei 4,5 wären 9, 4,75. Falzen wir hier oben und hier unten. So, und schneiden. Hier hinein. So, hier genauso. So, haben wir. Das knicken wir um. So. Und damit haben wir schon. So, ups, genau, hier würde das jetzt drin sein. Und jetzt machen wir auf, dreht sich's um. So, genau. Und dafür brauchen wir jetzt noch eins, was genauso ist. Ich spule mal für euch vor. Thank you.
haben wir es. Die einzelnen Teile. Und können quasi schon fast ans Dekorieren gehen. Weil jetzt kommt quasi der Zusammenbau. Also wenn wir dieses Fensterchen haben, soll das eine ja... Ups. So. Da lang aufgehen. So, ups. Jetzt müssen wir nur richtig zusammenkleben. Warte mal. So, jetzt haben wir die ganzen beiden Seiten zusammengeschnitten. Haben unsere Hauptseite. Und jetzt wird das Ganze zusammengeklebt. Und zwar machen wir jetzt erstes, also wir knicken die hier mal nach hinten. So, und die hier nach oben. Ja? Und jetzt schneiden wir uns hier. Upsala. Jo. Oder wir schmeißen einfach alles runter. Naja, gut. Dann nehmen wir nicht die Schere. Nehmen wir jetzt die Schere. So, und schneiden hier so ein bisschen das Mü ein, dass ich die Seite gut drehen kann. Da braucht er nur ganz wenig abschneiden, so dass da nichts hängen bleibt quasi. Das machen wir bei dem anderen ebenfalls. So, ups. Und hier auch. So, wäsch damit. So, jetzt soll sich das Türchen quasi, so, wir haben die nach innen, die nach oben. Das heißt, wir machen jetzt hier an diese langen Laschen den Kleber ran. So, hier ebenfalls. So, ist dran. Und jetzt kommt der Rahmen so hinein, also quasi, wir kleben das direkt hier an den Rand vom Bilderrahmen, dass unser Bild da richtig schön drin ist. So. So. Ist dran. Jetzt guckt jetzt hier ein bisschen raus, weil ich hier ein bisschen doof geschnitten habe. Ich muss mal abschneiden. Aber ist nicht schlimm, da kommt eh gleich noch ein Rahmen drauf, also sieht man es eh nicht. So. Okay. Und hier guckt da ein bisschen unten raus. Why ever? So. So, ein bisschen doof aufgeklickt gerade, aber nicht schlimm. So, und ihr seht schon, wie es funktioniert, weil es dreht sich schon. So, und jetzt kommt nur hier an diese Schniebelis, an die Laschen, kommt der Kleber ran hier. Ups, ups. So, dieses Fenster geht da lang auf, also das jetzt hier an den Rand. So. Ups. Und klebt. Ups. Ups, ja, also hier muss ja noch der Rahmen verstärkt werden, ne, mit gutem Papier, damit es nicht so wackelt. Und das gleiche machen wir mit der anderen Seite ebenfalls. Hier spule ich mal ein bisschen, aber ihr könnt ja zugucken in der Zeit. Thank you.
Und damit ist die Funktion an sich fertig und wir kommen zum Dekopapier. Damit haben wir die Seite fertig. Mir gefällt ganz gut dieser Effekt, dass halt hier die Seite nicht glitzert und hier dasselbe Bild, aber es glitzert. Ja, hier hatte ich jetzt einfach Blumen hingeklebt, um den Rest zum Buch wieder die Verbindung zu kriegen, weil das ja sehr rosig, sehr blumig ist. Fand die andere Seite mit den Federn auch ganz cool, aber das hätte nicht so in mein Büchlein gepasst. Und darum habe ich das jetzt so gemacht. Ja, die Funktion hackt hier so ein bisschen auf der Weide. Das ist immer all. Also da muss man dann immer nachschneiden. Aber nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen funktioniert es. Und das ist ja das Wichtigste. Juti, dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Und wenn euch meine Videos und Tutorials gefallen, abonniert meinen Kanal. Bis nächste Mal. Ciao.